So, da sind wir wieder. Das musste ich jetzt einfach laden, weil es war jetzt eigentlich nur ein kleiner Versuch. Ralf, du musst noch deine Runde beenden. Oh ja, Tatsache. Weil ich habe jetzt das Autosave und nicht das Schnellsave geladen. Ja, jetzt werde ich es nämlich so machen, dass ich nämlich Verstärkung aus Echigo ranschiffe, aber trotzdem Sado belagern werde. Hast du jetzt eigentlich mittlerweile wieder Frieden mit Takeda? Nee. Ich könnte mal versuchen, ob er ihn annimmt. Takeda, Frieden anbieten. Das ist zufriedenstellen. Zum Vasall machen. Mein Schwert ist bereit, euch zu köpfen. Zahlungen. Zahlung einfordern. 1000. Das ist immer noch zufriedenstellend, okay? Euer Vorschlag. Okay, jetzt bin ich mit ihm im Frieden. Wunderschön. Ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass die Flotte vom Honmar nicht angreift. So, das bedeutet, belagern, fortsetzen auf Sado. In der Hoffnung, dass der andere jetzt nicht, der wird mich wahrscheinlich angreifen. Das wird dann unsere finale Echtzeitschlacht für heute, glaube ich. Wenn er das tut. Ja, der wird es 100 pro machen. Halte ich zumindest für wahrscheinlich. Allerdings dürfte es ja an sich gut gehen, denn das Kräftegleichgewicht ist ja relativ ausgeglichen. Gerade in der Verteidigung dann dürfte das dann ganz gut möglich sein. Ah, da sind sie, die Wokau-Piraten. Und ich komme diese Runde nicht mehr hin. Verdammte Scheiße. Naja, wenn sie zulassen, dass ich Verstärkung bekomme, dann sind sie umso dümmer. So, mal schauen, was ich für die Runde noch an Geld ausgeben kann. Ich habe nämlich noch ein bisschen was. Irgendwas Wirtschaftstechnisches. Ja, hier könnte ich noch eine Sake-Schenke bauen. Ja, meine Hauptstadt baue ich jetzt noch eine Sake-Schenke. Das baue ich noch aus und... Das passt soweit. Gut! Runde beenden. Jetzt bin ich gespannt, was der Honmar macht. Ich erst. Der Hojo fällt auf jeden Fall jetzt ins Gebiet von dem Satomi ein. Das bedeutet, ich will so schnell wie möglich die Front mit dem Honmar geklärt haben. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der Hojo mir nicht freundlich gesonnen sein wird, nachdem er den Satomi ausgelöscht hat. Was natürlich sehr ärgerlich wäre. Ja, sie greifen an. Jetzt aber Gefecht spielen. Ganz kurz an derweil. Ja gut, er hat... Ja, klick bitte auf Zusehen, bevor du jetzt... Bevor ja, du jetzt irgendwas wieder in den Countdown runterzählt und ich wieder hier... in automatisch berechnet Schlag geprügelt werde. Schon geschehen, ja. Also er hat auf jeden Fall mehr Bogenschützentruppen, wir allerdings die deutlich besseren Nahkämpfer. Und auch den stärkeren General. Also ich denke mal, das dürfte möglich sein. Die Frage ist, wie gehen wir vor? Wir sind in der Verteidigung. Die werden ihre Bogenschützen sofort auf uns losschicken. Ja, das ist richtig. Und wir können unsere Flammenpfeile nicht mal wirklich zur Geltung bringen. Na gut, er seine auch nicht, falls er denn welche hat. Ja, bei Regen immer ganz schwer. So, wir haben jetzt hier zwar so einen taktischen Hügel, der uns wahrscheinlich nichts bringen wird. Naja. Ja, die also Bogenschützen. Ja, stelle ich schon mal drauf. Na, weil ich sage jetzt mal, er ist im Angriff. Das heißt, eigentlich müsste er auch
tatsächlich angreifen. Ich denke auch, dass er das machen wird. Und im Zweifelsfall können wir eigentlich relativ guten Gewissens auch unsere Nahkampftruppen wirklich in einem Sturmangriff draufschicken. Weil, wie gesagt, wir sind eigentlich deutlich stärker gestellt als er. Dann werde ich dir mal das Kommando über den Großteil meiner Nahkämpfe überlassen. Ist in Ordnung. Und ich behalte mir noch ein Yari-Samurai-Bataillon zur Verteidigung der Bogenschützen. Okay. Soll ich die dann erstmal hier im Tal stehen lassen? Ja, ich glaube, das macht Sinn, bevor sie jetzt bergsteigen. Ja. Gut, dann denke ich... Warte kurz. Ja. Meine Yari-Samurai haben eine Fähigkeit, rasches Vorrücken. Haben das bei dir auch irgendwelche Truppen? Nein, das ist auf die Yari-Samurai beschränkt. Ah, okay. Du sagst, wenn du bereit bist. Ja, ich denke, ich wäre soweit. Ah, scheiße. Das wird jetzt übel. Ja, ich hatte es fast erwartet. Sie schicken ihre Streitkräfte hauptsächlich auf die Meinen. Was allerdings soweit gar nicht mal so schlimm ist, weil... Ich werde mal die Bogenschützen ein bisschen vorziehen. Dass die die gleich von dem Berg aus unter Beschuss nehmen können. Ja, ich werde mich mal hier ein bisschen auch zurückziehen. In langsamem Marsch. Damit sie eventuell ein bisschen weiter in dein Schussgebiet eindringen. Und als Verstärkung kriegen sie noch das Samurai-Gefolge. Also sie schicken ihre Generäle außenrum, sehe ich das richtig? Ja, das siehst du ganz richtig. Genau für diesen Ausnahmefall habe ich auch meine Naginata-Samurai an die Ränder gestellt. Um die Flanken zu sichern. Er hat sehr viele Bogentruppen. Der General kommt angeritten. Ja. Aber er kann sich noch nicht wirklich entscheiden, was er macht. So, die ersten Pfeilsalven gehen schon zu Lasten der feindlichen Bogentruppen. Nee, ein General reitet auf jeden Fall hoch zu dir. Nee, ich glaube nicht, dass der zu mir kommt. Doch, das glaube ich schon. Nee, der reitet zurück wieder. Oh ja, stimmt. So, den einen General habe ich hier abgefangen jetzt. Unser General ist in ernster Gefahr, ja, mein Lord. Ja, angeblich ist unser General in ernster Gefahr. Ja, ja, wollte gerade sagen, das ist jetzt irgendwie ein bisschen paradox. Es soll mir recht sein, denn ihr General wird. Sie kommen übrigens mit dem Großteil ihrer Nahkämpfer gerade auf dich zumarschiert. Ich versuche zwar so viel wie es geht abzufangen, aber... Ja, das dürfen sie gerne tun. Ah, jetzt kommen sie mit ihrem General auf meine Truppen. Ich hoffe, er wird fallen. Ich glaube, er ist gefallen. Ja, sehr gut. Der General ist gefallen, ein schwerer Schlag. Okay, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, auch schön. Damit ziehe ich meine Truppen mal vollständig zurück. Ja, und ich wage den Sturmangriff. Und ich falle ihnen dann noch in den Rücken. Pass auf, links! Pass auf, ja, den General auf! Ja, das ist schon dein Rücken. Schick ihn mal gehen. Ja, bei, nee. Das ist riskant. Und er hat hier noch einen General, also... Ja. Wenn wir es aber schaffen, dass der fällt, dann... Ja, dann wäre er moralisch auf jeden Fall vollkommen am Boden, der Feind. Oh, das Samurai-Gefolge kommt da links noch. Ja. Ich weiß halt nicht, was ich da dagegen schicken soll. Das ist halt die Bogenschützen... General
General absitzen. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Du gewinnst übrigens gerade die Schlacht da in der Mitte. Vielleicht kannst du deine Truppen jetzt ein bisschen verteilen. Ah, da kommt ihr General. Ihr General kommt. Ja, ich sehe es. Achtung, das Samurai-Gefolge kommt. Ich lasse jetzt meine Bogenschützen gegen sie kämpfen. Das ist jetzt egal. Fuck, Zement. Mein General wird gerade relativ ätzend. Ja, schau, dass du ihm irgendwas zur Hilfe schickst. Ja, schon dabei. Ah, ich glaube, ihr General ist gefallen. Oder? Ja, weil die sind nämlich alle wankend und erschüttert. Ja. Sehr schön. Und jetzt kannst du die restlichen Nahkämpfer noch auf die Bogenschützen schicken. Ja. Wobei das Samurai-Gefolge hier unten, das... Da bräuchte ich vielleicht noch den General, der in den Rücken fällt. Der General hat noch 8 Mann und keine Pferde mehr. Okay. Aber trotzdem irgendwelche Unterstützung hier im Süden, sonst überrennen die Bogenschützen vollkommen. Okay. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Welch eine Blamage. Ah, okay, sie laufen eh jetzt. Ja, wobei unsere Männer auch zum großen Teil. Ja, teil die Armee mal ein bisschen auf, sonst verlieren die so viel beim Ansturmen auf die Bogenschützen. Ja. Ich hoffe mal, dass das noch was wird. Aber... Sollte es aber an sich. Okay. Also das eine Katana-Samurai-Bataillon hier ist relativ stark dezimiert. Ich fürchte fast, dass sowas sterben wird, die hier auf jeden Fall. Ja, du. Das aber damit war fast zu rechnen. Das war von Anfang an klar. Gut, auf so viel wie. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass die so viele Katana-Truppen, so viele Samurai-Truppen haben. Ach, aber sie fliehen. Ja, schau mal, dass wir ihm noch so viel wie möglich kaputt hauen. Ich versuche es. Teurer Sieg, aber wirklich. Aber, tja, im automatischen Gefecht hätten sie es uns wieder als Niederlage zugeschrieben. Ja, das haben wir ja gesehen. Eben. Naja, solche Schlachten gehören auch dazu, weil ansonsten wäre es ja langweilig, sind wir doch mal ehrlich. Das auf jeden Fall, ja. Und ich finde, das haben wir sehr souverän gelöst. Ja, natürlich. Jetzt sollten wir aber auch das Fort endlich einnehmen können. Jetzt sind beide Generäle in Rang aufgestiegen. Ach komm, ey. Aber ihr General ist dafür weg. Ja gut, der wird sich irgendwo im Wald verschanzt haben. Ja, er wird auf jeden Fall Sado nicht unterstützen können. So, dann lasse ich Date Harumune gleich mal aufsteigen. Oh, er kriegt wieder einen Gefolgsmann. Entweder einen Jugendfreund oder einen Koi-Karpfen. Ich glaube, ich nehme den Karpfen, der irgendwie die Repression erhöht, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Die Leute haben Angst vor Karpfen, ist doch logisch. Ja. Ich werde hier jetzt noch die Bühne rausprügeln aus meinem Hafen, das ist mir noch ein Bedürfnis. Entscheidender Sieg, aber er konnte natürlich nur. Natürlich. Wie immer eigentlich. So, und auf einmal habe ich ein Einkommen von 3300 statt Minus-Einkommen. Immer wieder interessant. So. Aber ich würde sagen, die Entscheidung um Sado... Nee, das machen wir jetzt noch. Ich will es jetzt noch haben. Na gut. Meinetwegen. Das machen wir jetzt nicht als Cliffhanger. Das will ich jetzt abgeschlossen haben. Zuss. Nimmst du doch die ganze Spannung raus. Naja, was ist denn daran noch spannend, ein Samurai-Gefolge von 22 Mann niederzustrecken? Ah, hast ja recht.
Und der General ist irgendwo im Wald und der wird halt noch ein paar Mal hier das Gehöft anzünden und so weiter. Oder aber wir löschen ihn ein für alle Mal aus. Ja, ich werde jetzt erstmal Sado einnehmen. Das ist jetzt erstmal das oberste Gebot. Ja. Damit auch die Flotte von dem Honmar von meinem verfickten Hafen verschwindet. So, ausnahmsweise war meine Runde mal richtig schnell. Ja, das ist, wenn man wenig Geld hat, dann... Ja, da ist das ganz normal irgendwie. Ja, nächste Runde hast du wieder Geld. So, General steckt einen Rang auf. Date Harumune. Oh, ich könnte einen... Mein Lord, mein Sohn... Vorrangigen Soldat möchte sich den Clan als würdig erweisen und bittet daher um die Möglichkeit, eure glorreichen Streitkräfte im Kampf zu führen. Den werbe ich doch sogar an. Wo ist der jetzt? Müsste in deiner Hauptstadt sitzen. Echt? Im Normalfall ja. Ah, Watari Morosuke. Der darf gleich mal nach Miyagi runtermarschieren. Ja. Ich glaube, die Verstärkung der Yari Ashigaru brauche ich jetzt nicht mehr. Und jetzt geht es gegen Sado. Es war eine sehr verlustreiche Eroberung, aber schlussendlich werden wir es doch noch schaffen. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder was, ein bisschen was verlieren, aber... Wäre ich mir gar nicht so... Oh, okay. Eine Truppe. Ich denke, das kann man verkraften. Ja. Und friedlich besetzt. Provinz erobert Sado. Clan zerstört Honma. Ah, bis zur nächsten Runde werden die auch wieder ordentlich fortgebildet und dann dürfte das auch in der Verteidigung kein Problem werden. Naja, ordentlich ist so eine Sache. Oh, du Glückspilz, die haben das tatsächlich schon zu einem Goldminenkomplex ausgebaut. Haha, das ist, glaube ich, die höchste Ausbaustufe, ne? Ja. Sehr schön, dann muss ich das nicht mehr machen. Ich verdiene auch nächste Runde fast 5000. Sehr schön. Ich würde mal sagen, das goldene Zeitalter ist angebrochen für uns. Ja, bei mir dauert es noch 8 Runden, bis mein Goldminenkomplex fertig ist in Iwami. Aber abgesehen davon bin ich auch finanziell sehr gut gestellt eigentlich. Ist der Takeda jetzt eigentlich von irgendwem Vasall? Weil irgendwie schert sich keiner mehr um den. Nicht, dass ich wüsste. Ne, Feinde, Ikoiki, Hoyo... Die Hoyo sind mir jetzt lustigerweise unfreundlich gesonnen. Ah, weil sie auch mit den Ikuiki im Krieg sind. Oh, das ist natürlich... Oh ja, ich glaube, die sind da auch in... Ich glaube, Südchina nur haben die Ikuiki denen abgenommen. Stimmt, ja. Nein. Das kann sein. Ach, hammermäßig, du. Ha, die Satomi sehen doch so aus, als könnten sie jetzt Unterstützung gebrauchen. Wollt ihr nicht meine Verbündeten werden? Ach, das geht nicht, ich weil sie... Zuhören. Ach, weil gezielt. Sie mit dir im Krieg sind. Stimmt, ja. Ja. Okay, dann das heißt für diese Runde und für diese Aufnahme sind wir durch. Sind wir durch? Ja, Leute, wir haben eine Menge erreicht. Na gut, ich nicht. Ich habe eine Provinz eingenommen. Ne, zwei. Zwei ja, mit zwei Sado. Ichigo und Sado. Ja. So viel mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht. Und so langsam aber sicher kristallisiert sich hier im Herbst 1555 schon raus, wer hier die führenden Clans sind. Die Takeda sind es nicht mehr. Die wurden im Laufe dieser Aufnahme sehr schön derbe von allen Seiten genommen. Die haben aber auch eine Startposition. Ja, ich aus. Und ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es auf meiner Seite wird es bald gegen die Hoyo-Krieg geben, sobald die den Satomi und den Takeda ausgelöscht haben. Und ich werde schauen, dass ich den Shimazu dort mal ein bisschen unter Kontrolle krieg. Der steht da immer noch mit seiner Armee, ne? Ja, ich denke mal, ich werde da allerdings gleich von zwei Seiten her einfallen. Boah, jetzt hat er da noch so eine große Armee daneben stehen, direkt. Ja, ich denke mal, ich werde dann versuchen, meine Armee aus Nagato... Oha, da schickt er da noch eine Armee rauf. Tja, mit der würde er allerdings nicht weit kommen. Das werde ich schön hier den Übergang blocken. Dann wird der das wahrscheinlich dort, wo ich dann ihm Provinzen wegnehme, wird er das dann verheizen. Das wäre zumindest so mein Plan. Also die Armee dort aus Nagato werde ich mal versuchen nach Hisen zu schicken. Und die, die ich in... Was ist denn das hier? Bingo stehen habe. Quatsch. In Ichu. Eins daneben. Mhm. Werde ich ganz in den Süden zu seiner Hauptstadt Satsuma schicken. Naja gut, da brauchst du aber eine größere Armee. Das ist, glaube ich, schon ein Schloss. Ja, ich sehe es gerade. Okay, dann werde ich es wahrscheinlich eher nach Uzumi schicken.
Weißt du es nicht auch schon? Boah, der hat seine Hauptstadt echt schon zu einem Schloss ausgebaut. Fett. Tja. Was sind denn da eigentlich so die Garnisons... Ach, das sieht man gar nicht, oder? Doch. Ja, da dürfte dann dieses Frauen-Dingens-Bataillon drin sitzen. Weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen. Ah, da, Onabushi. Onabushi. Samurai-Gefolge, Bogen-Ashigaru und Yari-Garnison. Oh, die sind aber gar nicht mal so schlecht, die Onabushi. Tja. Und vermutlich hat er in der Satsuma auch überwiegend starke Truppen stehen. Ah, das sind Kriegernonnen, oder? Nee. Das wäre die nächste. Kriegernonnen und Kriegermönche gibt's auch. Kriegernonnen. Auch nicht schlecht. Ja gut, bevor jetzt meine Runde ausläuft, beenden wir das Ganze hier und sagen bis zum nächsten Mal bei Let's Play Together Shogun 2 Total War. Euer Max. Macht's gut, ciao. Ciao.